Alle, die heute auftreten, machen das ehrenamtlich, spenden uns sozusagen ihre Zeit und auch ihr Können. Und darum möchte ich denen, die es jetzt auch hier schon hören können, bereits jetzt schon vielen Dank sagen. Ich denke auch in ihrem Namen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen heute Abend für uns. Augenscheinlich Ehrenamt wahrnehmen. Wie wichtig Ehrenamt ist, denke ich, das wissen alle, die da irgendwie mit dazu zu tun haben. Im sozialen und im gesellschaftlichen Bereich allgemein würde ohne Ehrenamt nichts laufen. Kein Tierheim, kein Frauenhaus, nichts. Was würden wir zum Beispiel machen ohne die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren? Wie würden wir unseren Brandschutz absichern wollen? Das wäre unmöglich. Stadtratssitzung ohne ehrenamtliche Stadträte, Ortschaftsratssitzung ohne ehrenamtliche Ortschaftsräte würde es nicht geben. Unser Leben wäre ein ganz anderes und bedeutend weniger lebenswert, und darum möchte ich die Gelegenheit heute auch nutzen, mich recht herzlich bei all denen zu bedanken, die uns ihre Freizeit opfern und das aus unserer Stadt machen, was sie ist, nämlich eine kleine, schöne, liebenswürdige und lebenswerte Stadt. Vielen Dank. Auch uns als Stadt liegt natürlich viel am Gemeinwohl, viel an der Zusammengehörigkeit. Ich denke, das beweist unser Stadtrat auch in seinem Wirken, gemeinsam mit den Ortsbürgermeistern und den Ortschaftsräten. Häufig werde ich gefragt, was macht ihr da eigentlich? Mir ist schon klar, dass man nur aus der Zeitung nicht entnehmen kann, was die Arbeit des Stadtrates ist oder eben auch der Ortsbürgermeister. Dann sage ich immer, schauen Sie sich mal die Ausschusssitzung an, wie vielfältig die Arbeit ist. Gehen Sie einfach mal in den Fraktionen und Sie werden sehen, wie verantwortungsvoll die Arbeit ist. Weil wir müssen Weichen für die Zukunft stellen. So machen wir das derzeit zum Beispiel gerade im Bereich Kindertageseinrichtungen sehr stark. In diesem Jahr werden wir in Gardelegen einen Krippenanbau machen für 80 zusätzliche Krippenplätze. Im nächsten und übernächsten Jahr werden wir in Eschstedt und Jevenitz, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, eine neue und eine so gut wie neue Kindertageseinrichtung haben. Wir sehen derzeit unsere Aufgabe darin, die Kindertageseinrichtung so auszurichten, dass sie zukunftssicher sind und energetisch in einem vernünftigen Zustand. Weil wir wollen, dass die, die jetzt in den Kindergarten gehen, wenn die dann irgendwann mal die Verantwortung für unsere Stadt tragen, auch noch was von unserer Stadt haben und nicht nur Missstand zu verwalten haben. Aus diesem Grunde investieren wir nicht nur, sondern wir sparen auch. Wir zahlen unsere Schulden ab, wir nehmen keine neuen Schulden auf. Im vergangenen Jahr haben wir 800.000 Euro Schulden getilgt. Unser Gesamtschuldenstand zum Jahresende ist bei 6,1 Millionen. Das sind, muss ich gucken, 266 Euro für jeden von Ihnen, also wenn Sie mal ein bisschen was überhaben. Ja. Damit gehen wir ganz, ganz weit unter den Landesdurchschnitt. Die kommunalen Schulden sind deutlich über 1.000 Euro pro Einwohner woanders angesiedelt. Trotz Schuldentilgung wollen wir natürlich uns nicht kaputt sparen. Das liegt uns fern, auch wenn das häufig mal so angenommen wird. Weil wir wissen, dass gerade das Kulturelle, das Soziale, dass das Leben ausmacht. Und ich denke, das beweisen wir auch. In diesem Jahr konnten wir zum Beispiel in Soltbeck die Turnhalle wieder eröffnen. Die ist wieder zugänglich für den Vereinssport. Das wurde ohne Fördermittel saniert und in einen Zustand gebracht, der, denke ich, wirklich sehr ansehnlich ist. Viele kleine Maßnahmen, von denen man meistens nur was mitbekommt, wenn man entweder in dem Ortsteil wohnt oder aber sonst involviert ist. Es findet wirklich viel statt. Aber alles mit Augenmaß. Das ist unsere Aufgabe als Stadtrat, das ist unsere Aufgabe als Verwaltung und auch meine als Bürgermeisterin. Denn es ist im Prinzip wie bei Ihnen zu Hause, mehr Geld als man hat, sollte man schlicht und ergreifend einfach nicht ausgeben. Das macht man nicht. Darum dauern manche Sachen länger und manche Sachen können nicht gemacht werden. Wir haben also ein großes Verständnis für Sparen, weil wir selber wissen, wie wichtig das ist. Für bestimmte Sachen haben wir aber kein Verständnis, nämlich wenn man etwas zusagt und dann nicht einhält. Wir haben im vergangenen Jahr erfahren müssen, dass im neuen Haushalt 17-18 für unser Land der Neubau des Dokumentationszentrums an unserer Gedenkstätte nicht eingeplant ist. Das hat uns sehr schockiert und auch betroffen gemacht. Der Anfang dieses Jahres, also die Zeit der Haushaltsberatung im Landtag, das wird uns also noch eine Weile begleiten. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen und kämpfen, dass der Neubau kommt. Und ich bin auch eigentlich frohen Mutes, dass der Großteil des Landtages sich gut an die Versprechen erinnern kann und entsprechend mit einem Änderungsantrag der Neubau doch noch eingeht. Auch ein weiteres soziales Problem können wir in diesem Jahr beseitigen. Wir haben an keiner unserer Grundschulen einen Schulsozialarbeiter bekommen. Das ist auch ein großes Problem für die Lehrer und Ordner. Zusammen mit der ABS Drömming werden wir dann eine Maßnahme auflegen, dass jede Schule eine Person bekommt, die Lehrer dadurch entlastet werden und ihre eigentliche Arbeit wieder verrichten können. Für die Menschen, die diese Arbeit machen, ist das auch schön, weil sie haben wieder eine vernünftige, eine ordentliche Aufgabe, die eben wirklich sinnvoll ist.
Für eine solche sinnvolle Aufgabe habe ich Sie auch gebeten, etwas zu spenden. Der Bürgeranfang ist und bleibt natürlich kostenlos. Aber ich freue mich, dass trotzdem ein Spendenstand, wie mir Dr. Pause vorhin sagte, von über 2000 Euro bereits zusammengekommen ist. Nun waren die beiden natürlich clever, haben draußen nicht nur Informationsmaterial, sondern auch noch eine kleine Kassette hingestellt. Also wer nachher noch mag, kann dort gern noch etwas reinstecken. Ich denke, für diese Aufgabe, es gibt Menschen, die ehrenamtlich Sterbende begleiten, die für die Familien da sind, die Ansprechpartner sind, die ihre Zeit, auch die Zeit ihrer eigenen Familie sozusagen, dort verbringen und das Ganze unentgeltlich machen. Die haben es einfach verdient, dass wir sie unterstützen. Nun mag ich im Allgemeinen sehr den Spruch von Walter Rathenau, weniger Rede, mehr Gedanken, weniger Interessen, mehr Gemeinsinn. Und darum möchte ich mit weniger Rede heute sozusagen anfangen und überleiten auf das weitere Programm.